Am 25. Juli haben wir bei unseren Erdmännchen Nachwuchs bekommen. Das ist von unserem Alpha-Pärchen Susu, sie ist hier, und der Chilili. Normalerweise liegt die Wurfgröße bei 2 bis 4 Tieren. Diesmal ist es allerdings nur ein Jungtier. Ist aber gar nicht schlimm. Kriegt jetzt noch mehr Milch als die anderen sonst und ist deshalb schon sehr dick und rund. Bei den Erdmännchen ist es so, dass das Jungtier blind und hilflos zur Welt kommt. Sie bleiben dann erstmal ca. 2 Wochen in ihrer Erdhöhle, bevor sie an die Oberfläche kommen. Die Kleinen werden dann zwar weiterhin noch mit Milch versorgt, aber fressen auch schon Insekten wie Mehlwürmer, Zophobas und Heimchen. Am meisten kümmert sich um das Kleine die Schwester, die Kimara, die am meisten auf sie aufpasst und mit ihr spielt.